Was ist der Morgen wert? Heute machst du nichts verkehrt. Komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht. Komm mit ans Ende dieser Welt. Hier ist Kalitri Army und willkommen zu einem neuen duftigen Video von mir, und zwar auf die duften Claudis dieser Welt. Und ich muss sagen, ich bin fasziniert, denn die liebe Claudi von Duftmädchen hat mir einfach so ein Überraschungspaket geschickt. Das kam heute an. Für Claudi viel Freude beim Auspacken. Und die Claudi hatte einfach bloß mir geschrieben und hat gefragt, darf ich dir einfach mal was schicken, was dir vielleicht gefällt? Und da habe ich gesagt, oh, und jetzt dachte ich, sie schickt mir so ein, zwei Pröbchen. Jetzt ist hier so ein riesen Karton angekommen, randvoll bis unters Dach. Und den packe ich jetzt mit euch aus. Und da wünsche ich euch viel Spaß mit einem dufteligen Unboxing von Duftmädchen. So, meine Lieben, ich habe mir jetzt quasi Platz geschaffen und wir werfen gemeinsam einen ersten Blick. Oh mein Gott, Claudi, bist du wahnsinnig. Ist das schön, oh mein Gott. Ja, Leute, Glück ist, wenn das Herz tanzt. Oh, Claudi, mein Herz tanzt, hier hat sie was geschrieben. Das lese ich mir jetzt als allererstes durch. Und dann gucken wir uns nach und nach alles an. Ich hebe das Paket dann runter und wir packen einzeln gemeinsam die Tüten aus. Und ich erkläre euch zu jedem Duft natürlich, was ich sehe, was ich rieche und was mein Herz fühlt. Ach, guckt euch diese Liebe an. Ich bin glücklich. So, meine Lieben, ich arbeite mich jetzt hier nach und nach vor. Und zwar, Glück ist, wenn das Herz tanzt. Claudi, es wird tanzen. Ich freue mich. Vielen herzlichen Dank. Wisst ihr, ich bin immer wieder gerührt, dass es Menschen gibt, die einfach etwas schicken, um anderen eine Freude zu machen. Denn ich dachte hier, ich kriege irgendwie eine kleine Probe, weil sie schrieb, ich möchte dir gerne mal was schicken. Und schickt mir dann hier so ein Riesending. Und das ist wirklich so, so. Oh, schön. Bambina-Schokolade. Oh. Wer aus dem Osten oder aus Mitteldeutschland kommt, wird wissen, was Bambina ist. Eine der leckersten ostdeutschen Schokoladen, die man sich vorstellen kann. Ich liebe, liebe, liebe die. Die wird in Zeitz produziert. Ich selber bin ja Dresdnerin. Und es ist, oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, ich muss die nebenbei schnabulieren. Also ganz, ganz lecker. Dann haben wir hier Sommersmoothie. Oh, ein leckerer Tee. Oh, ich liebe Früchtetee. Ganz, ganz toll. Ich bin Kaffeetrinkerin, aber eben auch Tee. Und der klingt richtig lecker. Vielen, vielen Dank, meine liebe Claudi. Den werde ich natürlich auch probieren. Toll. So, wo fangen wir denn an, meine süßen Mäuse? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das erste Tütchen an. So, was haben wir denn hier? Sweet Mamsell, Beas Wachs Bakery und Wachsmacherei. Sie hat nämlich auch von anderen Duftwachsgießerinnen mir etwas reingelegt, was ich probieren kann. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt mal genau, was da drin ist. Und ich mache die Tüte auf und bin gleich wieder für euch da. So, meine Lieben, das war im ersten Tütchen drin. Und ich fange an mit Beas Wachs Bakery, und zwar mit dem Duft Federblau. Ich weiß gar nicht, wie ich euch diesen Duft erklären soll. Der ist fantastisch. Der erinnert mich an ein Spa in einem wunderbaren Hotel in Köln. Und genau so riecht es da. Der hat eine Pudercreme-Bodylotion-Note und der hat eine saubere Wäschenote. Und das verbindet der zu einem unfassbar schönen, weichen, pudrig-frischen Duft. Also Federblau trifft es absolut. Das ist ein Duft zum Wohlfühlen. Das ist wie frisch gewaschen und frisch eingecremt. Ein ganz, ganz schöner Duft. Ganz, ganz fantastisch. Und ja, hellblau-weiß, ganz toll mit Glitzer. Gefällt mir sehr gut. Als nächstes habe ich Sweet Mamsell, und zwar da Hibiscus, Guava, Fresca und Sea Minerals. Guckt euch bitte mal das Wachs an. Und auch dieses Relief vom Wachs, wenn man es sehen kann, ist so in Blütenform gegossen. Wunderschön.
Und das hier ist ein ganz, ganz interessanter Duft. Ihr riecht die Seemineralien. Mineralisch riecht ja immer sehr, sehr frisch und sehr aquatisch. Aber hier kommt auch dieses Frische der Fräse, vom Hibiskus und von der Guave. Ihr habt hier also einen saftigen Moment, aber auch einen frischen Moment. Und somit ist das wie eine florale, wunderbare, frische Note, die ganz, ganz unaufdringlich ist. Also es ist ein ganz, ganz entspannter Duft. Und ich finde, im Vordergrund hier steht ganz klar der Hibiskus. Den riecht ihr raus. Aber auch diese frische, aquatische Sache, es ist ein ganz fantastischer Duft, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ganz toll ausgewählt. So, auch von Sweet Mamsell habe ich bekommen Wildberry Mousse Warm Vanilla Sugar. Der kommt zweifarbig, dreifarbig, Tricolor. Guckt mal, lila, so ein helles Weiß und so ein Flieder. Und das ist ein toller Duft. Hier kommt als allererstes die Blaubeere euch entgegen. Ihr riecht diese Wildbeeren, diese wilden Heidelbeeren und dann kommt diese warme Vanille. Und das riecht ihr raus. Es hat so einen Marshmallow-Moment, aber diese Wildberry, also diese Wildbeere ist zu einem Mousse, hier steht es auch, zu einem Püree püriert. Die ist sehr authentisch. Und dann kommt dieser warme Vanillezucker drauf, den man dran rührt. Das riecht ihr alles raus. Ist ein ganz gelungener, fantastischer Beerenduft, den ich wirklich jedem empfehlen kann, der süßes Kompott, süßes Beerenmus mag. Da ist das eine absolute Empfehlung. So, als nächstes habe ich von Bears Wax Bakery auch French Vanilla bekommen. Und das ist ein richtig süßer, keksig, kuriger Vanilleduft. Französische Vanille riecht nach nichts außer nach süßer Backvanille. Und genau so soll er auch riechen. Es ist eine süße Blüte hier, die gegossen wurde. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist, denke ich, ein super Blendduft. Also wenn man den mit was Fruchtigem blendet, ist das ein Gedicht. Also eine ganz, ganz toll getroffene Vanillenote, die mir sehr, sehr gut auch gefällt. Auch hier wieder ein unfassbar schönes Relief, das gegossen wurde. Schaut euch mal an. Na, habe ich so einen Brocken bekommen. Sweet Mamsell, Tea Cucumber und Peony. Also Peony und Tee Gurke. Und das ist eine ganz verrückte Mischung. Ihr riecht ganz klar den Tee-Moment raus. Ich rieche schwarzen Tee mit Gurke. Das riecht man. Und ich rieche auch Peony raus. Das ist quasi ein sehr frischer, blumiger Duft. Die Frische überwiegt allerdings. Also der ist ganz, ganz unaufdringlich, sehr, sehr zart, hat eine süßliche Note, obwohl diese Gurke das natürlich in so eine frische Richtung abrundet. Ganz, ganz, ganz toll. Gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Lemongrass Kiwi Cassis, auch von Bears Wax Bakery. Ich habe ja so ein kleines Problem mit allem, was Zitrone, Lemongrass, Zitronengras, das ist ja alles so ein bisschen für mich schwierig. Ich arbeite mich aber ran. Ich bin mit einem halb vietnamesischen Mann verheiratet. Da steht Zitronengras natürlich auf der Menükarte drauf. Da wird frischer Koriander gegessen. Vietnamesische Küche ist ja immer sehr, sehr lecker. Und deswegen komme ich so langsam an diese Sachen ran. Lemongrass Kiwi Cassis ist allerdings absolut süß. Ihr riecht das Lemongrass, das kommt euch entgegen, aber ganz, ganz, ganz wenig. Was ihr riecht, ist Kiwi. Es ist ein süßer, zuckrig, schöner Kiwi-Duft, der durch das Lemongrass nochmal so eine spritzige Gewürznote bekommt. Super interessant, gefällt mir sehr und ist sehr authentisch getroffen. Finde ich toll. So, und als letztes in dieser wunderschönen ersten Tüte, La Vie en Rose von der Wachsmacherei. Das Leben ist eine Rose. Meine liebe Claudi, ich kann dir beipflichten. Zwei wunderschön bicolor gegossene Herzen habe ich bekommen. Und hier riecht ihr den Rosenduft. Hier riecht ihr einen süßen Rosenduft. Ihr riecht Zucker. Ihr riecht so einen Vanillemoment. Aber die Rose überwiegt, die schwingt quasi in diesem ganzen Duft mit. Der ist süß, der hat aber auch eine kleine fruchtige Note, aber ihr riecht diese Rose und ihr riecht einen süßen Einschlag. Und ich finde ja diesen Glitzer auch immer so schön. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Also das ist eine super tolle Kombination. Ich habe jetzt zuerst so ein bisschen mit so einem La Vie et Belle Moment gerechnet, weil es ja von Lancôme auch La Vie en Rose. Da spielen ja die Rosen immer eine große Rolle, aber
ist hier gar nicht. Die Rose riecht ihr, aber ihr riecht auch dieses Süße. Und es ist eine ganz, ganz fantastische Mischung, die super getroffen ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Liebe Claudi, vielen Dank für die erste schöne Überraschungstüte. So, meine Lieben, das ist die zweite Tüte. Und die packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Oh, das sieht gut aus. Bin gespannt, was hier drin ist. Guckt mal, meine Lieben, ich traue es mich gar nicht zu zeigen. Das ist in der zweiten Tüte drin und schöner kann etwas gar nicht sein. Hier sind so wunderbare Sterne gegossen und natürlich Eisflower ist von der Claudi das Steckenpferd, das ist mir klar. Aber so wunderschön. Und wenn man sich dieses erste Schälchen jetzt hier aufmacht, kommt so ein schöner Flipflop, das toll gegossene Wachs, der Glitzer dazu und es ist ein ganz fantastischer Duft. Die Rede ist nämlich von Hawaiian Surfer Girl. Und sie hat jetzt hier mit der Tüte meinen Geschmack absolut getroffen, denn ich bin ja ein großer Karibik-Fan. Und mein Mann und ich würden jetzt auch schon auf Guadeloupe wohnen, wenn Corona uns nicht dazwischen gekommen wäre, denn wir wollten auswandern. Das hat jetzt leider erstmal nicht geklappt, aber natürlich aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Wir werden gehen, aber wir wissen im Moment nicht wann. Und deswegen ist Hawaiian Surfer Girl so eine kleine Erinnerung. Das riecht, kennt ihr von Yves Rocher, Tahitien Monoir, dieses Sonnenöl? So riecht es. Es hat einen Kokosmoment, es hat einen Pflegemoment, es riecht nach einem Kokos-Sonnenöl. Und dieser Duft macht gute Laune, der ist so fantastisch. Oh, so ein Riesending. Also wirklich, Claudi, ich liebe Surfer Girl. Guckt es euch noch an. Oh, so schön. So, hier habe ich so ein tolles Herz gekriegt, auch wieder mit Glitzer in tollen Farben gegossen und es ist Children's Room. Und der Duft hat mich sofort an eine Kindercreme erinnert und zwar so ein bisschen an eine Mischung aus Dr. Bergmann, heißt das so? Bergmanns Kindercreme? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bergmanns Kindercreme, Baumanns Kindercreme und aus einer... Ja, aus einer normalen, ich würde sagen, aus so einer Dove Body Lotion und Kaufmanns Kindercreme. So eine Mischung ist das. Das riecht fantastisch. Das riecht nach einer Babycreme. Ganz, ganz, ganz toll. Also das ist ein irrer Duft. Ich bin ja immer schon auf der Suche nach dem Babypuderduft, der mir mal gut gefällt. Und ich bin jetzt hier das erste Mal angekommen und sage, oh, ist der schön. Natürlich auch von Iceflower. Ganz, ganz, ganz toll. Wunderschönes Duftwachs. Freue ich mich. Last but not least, Claudi, auch hier 100 Punkte für dich. Caribbean Escape. Zweifarbig, mit Glitzer wieder oben drauf. Kann man schön sehen, finde ich. Und dieser Duft riecht nach tropischen Früchten. Ich rieche hier die Blaubeere und ich rieche hier so eine Himbeere bis hin zu einer Papaya, das Rosane. Das riecht wie ein tropisch-exotischer Cocktail und es macht gute Laune und das riecht nach Karibik. Wer schon mal in der Karibik war oder auf Bali war oder auch in Vietnam war, so riechen die Strände. So riecht es da. Ganz, ganz fantastisch. Das ist die Tüte, wo ich jetzt sofort, du hast mein Herz im Sturm erobert, sage, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Aber hier, oh, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gucken wir, was es noch so im Karton gibt. So, die nächste Tüte ist auch eine Eisflower-Tüte. Und ich würde sagen, die ist auch randvoll gepackt. Und die packen wir jetzt einfach mal aus und gucken, was uns da erwartet. So, meine Lieben, ich habe es ausgepackt. Das ist die Ausbeute der nächsten Tüte. Und ich fange an mit Eisflower Drachenfrucht. Zwei Stücke habe ich hier wieder bekommen. Riesenstücke, wie ich finde. Und der riecht nach nichts anderem als nach Drachenfrucht. Nach spritziger, saftiger, süßer, reifer Drachenfrucht. Und wer schon irgendwo mal im Urlaub eine frisch aufgeschnittene Drachenfrucht gegessen hat, der weiß, was ich meine. Genau so riecht dieser Duft. Ganz, ganz lecker, zuckrig süß, fruchtig und sehr, sehr frisch. Ganz toller Duft. So. So, hier, Tomato Leaf Koriander. Ich habe ja vorhin schon was zu meinem Koriander, zu meiner Korianderphobie gesagt und Tomatenblätter. Ich habe die Tüte aufgemacht und ich dachte, oh, zunächst mal authentisch getroffen. Ihr riecht Tomatenblatt. Also wer im Garten frische Tomaten hat, weiß, wie diese Blätter riechen. Etwas herb, etwas bitter, das riecht ihr raus. Und ihr riecht den Koriander.
Der Wachs ist wahrscheinlich aus dem Cookie abgebrochen. Hat sie mir hier ein schönes Stückchen. Mein Mann wird das Ding lieben. Ich sage, meins ist es jetzt nicht, weil ich mit diesem Koriander überhaupt nicht klarkomme. Koriander und Zitronengras ist für mich was, da gruselt es mich. Aber was ich faszinierend finde, wie bitte habt ihr so authentisch diesen Duft getroffen? Das ist der Oberknaller. Als wenn hier frischer Koriander und frische Tomatenblätter drin verarbeitet sind. Also für alle, die Tomatenblätter und Koriander lieben, ist das eine absolute Kaufempfehlung, weil der ist wirklich, wirklich mega authentisch und riecht nicht künstlich herbeigerufen. Ganz, ganz stark. Lunas Schmusedecke. Jetzt weiß ich nicht, wer Luna ist. Ist das ein Kind oder ist das ein Haustier? Aber ganz egal, ich habe hier ein schönes Einhorn, ein Herzchen und ein Sternchen gegossen bekommen. Und Lunas Schmusedecke riecht wie erwartet nach ganz zartem, zuckrig-süßen Lavendel. Es hat einen Vanillemoment und es hat einen saubere Wäschemoment. Und nichts anderes riecht ihr. Und ihr wisst ja, wer meine anderen Videos so guckt, dass ich mit Lavendel nicht so ganz was anfangen kann. Hier aber schon. Der Lavendel ist so zart und so schön, dass er einfach nur eingefasst ist in Wohlsein, in Wohlfühlen. Ihr riecht süßen Lavendel, ihr riecht Zucker, ihr riecht ein bisschen Vanille und ihr riecht frisch gewaschene Wäsche. Und wenn Lunas Schmusedecke so riecht, dann lege ich mich dazu, egal wer Luna ist. Das kann ich euch sagen. Ein wunderschöner Duft, der mir sehr gut gefällt. Der nächste Duft, den ich bekommen habe, ist Orangen-Vanille-Milchshake. Da habe ich hier einmal eine Flasche Milch und eine Lakritzschnecke gegossen bekommen. Sehr, sehr, sehr süß. Gefällt mir super gut. Und der Duft riecht toll. Der riecht wirklich nach Orangensaft mit Vanilleschlagsahne und noch eine Kugel Eis obendrauf. Also ein Orangen-Vanille-Milchshake riecht genau so. Es gibt ja bei uns so eine Schlammbowle, das ist Fanta, Orangensaft, ein bisschen Sekt, Vanilleschlagsahne und Eis. So riecht das. Genau so riecht das. Also wer auf Orangen-Vanille-Düfte steht, perfekt. Ganz toll getroffen. Gefällt mir super, super gut. Rhabarber-Schlagsahne. Ich habe dran geschnuppert. Leute, ist das cool. Der riecht wie frisches Rhabarber-Kompott. Ganz authentisch. Nicht künstlich, ganz authentisch. Mit einem ordentlichen Schlag Sahne obendrauf. Und zwar nach einer Vanillesahne. Und ihr riecht diese einzelnen Komponenten. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt wie bei diesem Duft. Rhabarber in seiner reinsten Form im Kompott mit viel Zucker gekocht und Schlagsahne obendrauf. Extrem lecker, extrem süß, ein unfassbar, unfassbar schöner Duft. Ja, Nivea-Creme. Ich wusste, was los ist, als ich hier aufmache. Und ich sag euch, das riecht wie Nivea-Creme. Es ist die Nivea-Creme aus der blauen Dose und genau das riecht ihr auch. Ihr riecht nichts mehr und ihr riecht auch nichts weniger. Der Creme-Moment kommt absolut raus. Und liebe Claudi, danke, danke, dass ich hier drei große Herzen bekommen habe. Ich werde sie hüten wie einen Schatz, denn das ist ein absoluter Traumduft. Super. Last but not least aus dieser Tüte hier war das tropische Fruchtkörbchen oder Früchtekörbchen. Zwei Stücken habe ich bekommen, einmal so einen schönen Kussmund und einmal eine Rose, die gegossen wurde. Und was soll ich euch sagen, es riecht nach tropischen Früchten. Als allererstes schlägt mir Kokosnuss und Ananas entgegen. Und drunter ist noch so ein bisschen, würde ich sagen, Mango, hier, ja, so ein Passionsfrucht. Aber Ananas und Kokos kommt euch sofort entgegen. Es ist, als ob ihr euren Kopf wirklich in so ein tropisches Fruchtkörbchen haltet. So riecht das. Zuckersüß, extrem tropisch, fruchtelig. Ganz, ganz toll. So, das war das nächste Tütchen und jetzt bin ich ganz gespannt, was sich noch in diesem schönen Überraschungspaket verbirgt. Als nächstes habe ich dieses Tütchen gezogen und hier steht, ich hoffe, der Nivea-Duft gefällt dir. Oh, ich bin ja so gespannt. Jetzt machen wir das auf und gucken rein. Das war drin. Ich fange hier an. Claudi, ich drehe hier gleich durch. Es gibt von Duftmädchen ein Raumspray Nivea Creme. Ach so, dürfte er ja so nicht nennen. Na klar, Nivea Creme. Ich habe jetzt gerade gesprüht. Es ist, als ob meine Luft
aus Nivea-Creme besteht. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Das ist so genial. So genial. Wo kann ich das bitte als Literkanister kaufen? Ich hoffe bei dir. Wenn ihr Nivea-Creme liebt, kauft euch dieses Spray. Gibt es das immer? Also kann ich es bitte kanisterweise ordern? Es ist der absolute Wahnsinn. Ihr habt Nivea-Creme so authentisch getroffen. Ich bin begeistert. Ganz, ganz toll. Und hier hat sie noch lebensnotwendig als Düftler. Oh, von Duftmädchen habe ich einen Wachsschneider bekommen. Claudia, den habe ich noch nicht. Ich habe immer schon überlegt, ob ich mir mal einen kaufe. Es ist aber nie dazu gekommen. Ich hoffe, dass ich jemals in den Genuss komme, große Wachsbrocken zu schneiden. Aber vielen, vielen Dank in Pink. Liebe ich. Liebe, liebe, liebe ich. Und dieses Raumspray, oh, ganz toll. Vielen Dank. Auch diese Tüte, eine mega, mega Überraschung. Als nächstes habe ich mir große Liebe hervorgezogen und ich sehe schon, da ist der Baby Powder von Goose Creek drin. Ach, Claudi, du Verrückte, den kenne ich nämlich noch nicht. Und von Ice Flower Vanilla Bubble Chew. Ich habe jetzt schon dran geschnüffelt und ich muss euch sagen, der schnuppert wie Hubba Bubba Pinkness Kaugummi mit einer ordentlichen Portion Vanilla-Schlagsahne. Genauso riecht der. Es ist ein super authentischer Vanille-Kaugummi-Geschmack, wollte ich jetzt schon sagen, Kaugummi-Duft. Und diese Farben vom Wachs, außerordentlich. Ganz, ganz toll. Und jetzt schnuppere ich mal an Baby Powder von Goose Creek und ich bin super gespannt. So, Claudi, du hast mir hier ein volles Clamshell Baby Powder eingepackt. Du bist wirklich verrückt. Ich weiß, ihr da draußen kennt diesen Duft sicherlich. Ich hatte bisher die Finger davon gelassen, weil ich ja mit Baby Powder von Yankee Candle angefangen habe. Und das ist ja ein Hassduft bei mir. Das geht ja alles gar nicht. Und deswegen hatte ich Angst, mir diesen hier zuzulegen. Aber was soll ich sagen? Ist der schön. Der riecht ganz zart nach einer Babycreme. Der hat einen Pflegemoment. Der riecht wie eine schöne Bodylotion, wie ein ganz leichter, zart duftender Nivea-Puder. Und es ist von allem das Schönste. Es ist mit einer der schönsten Babypuderdüfte, den ich je in meinem Leben gerochen habe. Ich ärgere mich, dass ich erst jetzt diesen Duft kennenlerne. Ganz, ganz, ganz toll. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr den als Kerze habt. Ist der als Kerze denn auch so schön oder verfärbt sich das Wachs? Riecht der wieder rußig? Was denkt ihr? Denn als Wachsmelt, also hier mit als Clamshell, ist es ganz toll. Ganz, ein ganz toller Duft. Oh! Und ich freue mich schon, den zu düfteln. Claudi, vielen, vielen Dank. Überraschung ist absolut, absolut gelungen. So, als nächstes habe ich hier sowas Lilanes eingepackt bekommen und ich bin ganz gespannt, was sich darin wohl verbirgt. Wir gucken rein. Cheerful Bites von Ice Flower habe ich bekommen und der duftet richtig köstlich nach sahnig-vanilliger Kokosnuss. Ganz, ganz, ganz lecker. Super authentisch auch getroffen. Hab wieder hier so ein Döschen bekommen. Mega. Ich liebe ja Kokosnuss, also in Duftform. Essen mag ich es nicht so gerne, aber ich trinke sie gerne frisch aufgeschlagen. Aber der hier riecht wirklich ganz fantastisch. Ein ganz toller Duft. Fast schon wie ein Sorbet. Kennt ihr Sorbet de Coco? So riecht dieser Duft. Ein Kokosnuss-Sorbet mit viel Vanilleschlagsahne oder mit süßer gezuckerter Kondensmilch. Ganz, ganz, ganz lecker. Große Liebe von mir. Claudi, es nimmt irgendwie hier gar kein Ende. Die nächste Tüte ist von Wohlfühlmomente. Und die packen wir jetzt aus und ich bin ganz gespannt, was da alles drin sein mag. Auch diese Tüte war wieder randvoll gepackt und ich fange an mit Snuggles. Und Snuggles von Wohlfühlmomente riecht nach Aprilfrisch von Lenore. Es ist ein Weichspüler. Ganz, ganz leckerer, schöner Weichspüler, der super gelungen ist. Der ist überhaupt nicht beißend. Ist auch sehr, sehr schön gegossen. Ich habe hier zwei so eine großen Blüten bekommen. Überhaupt nicht beißend, überhaupt nicht stechend oder aufdringlich. Ganz, ganz sanft, ganz zurückhaltend. Und für alle, die Weichspülerdüfte und frische Wäsche mögen, ist Snuggles eine absolute Empfehlung. Der riecht ganz, ganz fantastisch. Gefällt mir super, super gut.
Ja, das ist hier natürlich wieder genau meins. Ich habe einen schönen Lebkuchenmann und einen Tannenbaum gegossen bekommen. Guckt mal, schön braun mit viel braunem Zucker und Glitzer obendrauf. Wohl für Momente Christmas Cookie Sugar Milch. Genauso riecht er. Ich rieche die gezuckerte Milch, ich rieche einen Keks, ich rieche diesen Weihnachtskeks, ich rieche weihnachtliche Gewürze, ich rieche karamellisierten Zucker und oho, ich rieche kein Maggi. Es riecht einfach nur fantastisch. Ich rieche so eine ganz leichte Lebkuchen-Gewürzmischung mit drin. Ich rieche sogar eine ganz leichte Kaffeemischung. Das kommt in meiner Nase als erstes auf, dieser Kaffeeduft, aber ganz lecker. Ein wunderbarer, schöner Weihnachtskeks, so wie er sein soll. Ganz toll interpretiert. Magnolia habe ich hier. Magnolia, ich habe dran geschnuppert, ist ja ein floraler Duft, Magnolia. Ich rieche Magnolia raus, aber abgeschwächt dadurch, dass so eine Pudernote mit drin ist. So ein ganz leichter, vanilliger Puderzucker. Und deswegen ist diese Blüte nicht so extrem präsent, sondern ist wirklich eine ganz dezente, florale, schöne, süße Note. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So. Dann habe ich bekommen Erdbeerkuss. Also wenn Erdbeeren so knutschen, dann her mit denen. Zwei Riesenbrocken habe ich bekommen. Sehr, sehr schöne Wachsfarbe, auch wieder mit viel Glitzer, verschiedene Rosatöne bis ins Pink. Und das riecht einfach nach einer künstlichen Erdbeere mit viel Vanille. Ich liebe ja künstliche Erdbeere. Also nicht falsch verstehen, es ist keine authentische Erdbeere. Es ist ein Kaugummi-Erdbeerduft mit Vanille und das riecht super schön. Der Duft macht, als ich die Tüte aufgemacht habe, da kriegst du sofort gute Laune. Also ganz toll getroffen, es gefällt mir riesig gut und ich freue mich schon drauf, den zu probieren, denn da Erdbeerkuss ist eine ganz, ganz große, tolle Sache. Also das könnte eine große Liebe werden. Ich liebe ja immer, wie machen die das bloß, dass diese Wachse so schön aussehen. Toll. Wirklich, wirklich schön. Gefällt mir sehr gut. Claudi, du triffst tatsächlich immer wieder meinen Geschmack. Sweets for my Sweets. Ich habe reingerochen und ich kann euch diesen Duft nicht beschreiben. Ich rieche alles und ich rieche nichts. Ich versuche es jetzt dennoch mit meinen Worten. Es riecht nach Süßigkeiten. Ich rieche Marshmallow-Creme, ich rieche Vanille und ich rieche ganz unten drunter ein Brombeer-Blaubeer-Mousse, was püriert wurde mit Vanillezucker. So riecht das. Ganz, ganz lecker. Ich rieche frische Schlagsahne. Ich rieche Vanillecreme, die nochmal untergemischt wurde. So wie ein ganz süßes, leckeres Topping. Ganz, ganz lecker. Heidelbeer, Brombeer, Vanille, Marshmallow. So würde ich den beschreiben. Fantastischer Duft. Be delicious. Also ganz, ganz lecker. Ich rieche eine grasgrüne, saftige Wiese, die frisch frisch gemäht und frisch gewässert wurde. Und ich rieche ein frisches Apfelblatt. Also es ist ein grüner, saftiger Apfel mit draufgefallen und diese grüne florale Wiese riecht hier. Das ist super interpretiert, weil mir eigentlich so grüne Düfte so ein bisschen auf den Keks gehen. Bei dem ist das gar nicht so. Also das ist wirklich ein ganz toller, schöner Duft und ich bin sehr gespannt, wie der sich warm entwickeln wird. Sweet Pea Pink Marshmallow. Mein erster Gedanke, wie süß ist der bitte? Und ich rieche diesen Pink Marshmallow Sweet Pea raus. Und wisst ihr, wie mich dieser Duft sofort stimmt wie Pink Sands oder Pink Beach? So in etwa müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Ihr riecht eine Süße, ihr riecht Pink Marshmallow raus, ihr riecht den Marshmallow, ihr riecht aber auch ja, so eine Passionsfrucht, so eine Nektarine bis hin zu einer Mangoblüte, das rieche ich alles raus. Ihr riecht die aquatische, frische, salzige Luft und ihr riecht diesen zuckrig süßen Vanillemoment von den Marshmallows. Ein ganz, ganz schöner Duft, der wirklich, ja, ich würde sagen, es ist ein Pink Sense Tube. Klärt mich mal auf, ob das so ist, aber das genau so riecht es. Ganz, ganz toll, wunderbarer Duft, gefällt mir sehr. Übrigens habe ich Pink Sense gerade in der Lampe, von daher genau Treffer. Ach, schön. So, jetzt gucken wir mal, was sich noch so im Karton verbirgt. Ich glaube, ich muss mit ihr schimpfen. Claudi, was hast du hier eingepackt? Ich sehe Bath & Body Works und ich kann kaum erwarten, dran zu schnuppern.
Wir wollen riechen. Ich mach's auf. Und hier war was zum Wohlfühlen drin. Einmal Sicherheit geht vor, in diesen Zeiten ganz besonders von Bath & Body Works. Ein Pocket, also ein Taschendesinfektionsgel. Ich liebe die Dinger, ja. Ich habe übrigens immer eins dabei. Das hier ist Don't Quit Your Day Dream, also ein sehr süßes Einhorn drauf und es riecht auch süß. Es riecht zuckrig süß nach Kaugummi. Ganz, ganz toll. Freue ich mich, dass ich wieder ein Backup habe. Ich wusste gar nicht, dass es Impuls noch gibt. Wie lange habe ich Impuls Deo Spray nicht mehr gesehen? Und Vanilla Kisses ist ein süßer Vanilleduft, der sehr sahnig, cremig ist und so einen Happy Moment hat. Also ich liebe, liebe, liebe es. Vielen Dank, Claudi. Und da freue ich mich. Also das ist echt cool. Das kann man, huch, jetzt stürzt es ab, immer gebrauchen. Und oh mein Gott. Wie geil ist das bitte? Leute, soll ich euch was verraten? Das ist in meinem Leben meine allererste Bath & Body Works Body Lotion. Ich habe es immer nur gesehen und habe nie gekauft oder bin irgendwie nie rangekommen. Und jetzt habe ich Fidschi bekommen. Und das riecht nach Guave Kokosnuss Sonnenmilch. Es erinnert mich sofort an diese, an diese Tahitien, Schlag mich tot, an dieses Sonnenöl, was es gibt. Plus so einem Guaven-Moment, also so einem frischen Moment, so einem fruchtigen Moment. Ich habe es gerade ausprobiert. Es ist ja so eine sahnig schöne Konsistenz. Kokosnussöl, ach seht ihr, genau. Shea-Butter und Vitamin E. Die Shea-Butter rieche ich übrigens auch raus. Es hat so einen absoluten Pflegemoment. Von der Konsistenz ideal für trockene Haut. Ganz, ganz, ganz toll. Ich werde es ausprobieren und ich liebe diesen Duft schon jetzt. Er erinnert mich wieder an mein zweites Zuhause auf Guadeloupe. Er erinnert mich an Wohlfühlen in der Karibik. Er erinnert mich an Tropik, an frische Früchte, an tolle Blüten, Guavenblüten. Fantastisch. Claudi, vielen, vielen Dank. Ich bin fasziniert. Ganz toll. Ich freue mich. Ich weiß, dass da immer noch was drin ist und mir ist es jetzt schon fast peinlich. Aber über diese Sachen, fantastisch. Ganz, ganz große Liebe. Also das ist ein Mega-Ding. Mega. Die nächste Tüte, gönn dir was, ist vollgepackt bis oben hin. Und ich lunze mal rein und bin gespannt. Oh, wir schauen rein, was wir uns jetzt gleich gönnen. So, ich habe es jetzt mal hier unten ausgebreitet. Und zwar ein Duftpotpourri natürlich von Iceflower mit ganz, ganz tollen Düften. Und ich werde mich jetzt hier überall durchriechen und werde euch dann versuchen, jeden Duft schön zu beschreiben. Wir machen das Ganze einzeln, weil so viele auf einmal merke ich mir auch nicht. Aber ich bin ganz doll gespannt. Oh, ich freue mich. Als allererstes möchte ich euch Glee zeigen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Duftwachs ist ja schon mal der Knaller mit so Zuckerkristallen, Glitzer, einer schönen Flosse. Ganz, ganz toll gemacht. Und Glee erinnert mich sofort an ein Parfum. Es ist ein Parfum, wo ich jetzt sagen würde, es riecht eigentlich wie das Le Classique von Jean-Paul Gaultier. Ein ganz, ganz wunderbarer, schöner Duft, der mir super gut gefällt. Super authentisch gemacht, putrig, weich, floral, sehr süß, sehr cremig, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm, sehr umhüllend, opulent. Und ich bin super gespannt, wie der in der Lampe wird. Gefällt mir richtig gut. Ich bin super, also wie macht ihr das nur? Wie macht ihr nur diese authentischen Düfte? Unfassbar. Glee, eine absolute Empfehlung für alle, die parfümige Düfte mögen. Als nächstes habe ich bekommen Pink Sugar Milk und ich bin fasziniert, wie authentisch man einen Milchduft kreieren kann. Ich rieche hier wirklich eine gezuckerte Milch mit so einem, ja, mit so einem Erdbeermoment, fast wie so ein Einschlag von einer Erdbeermilch, aber dieser Milchmoment, dieser Vanillemilchmoment ist absolut da. Auch hier gefällt mir das Wachs wieder super gut. Also Glee und Pink Sugar Milk, bisher absolute Favoriten. Das ist ja der Oberknaller. Also ihr riecht hier wirklich Milch. Milch, vanillig, süße Milch mit so einem Hauch von, ich würde sagen Erdbeere. Klärt mich auf, wenn es was anderes ist, aber es riecht fantastisch. Ganz, ganz lecker.
Der nächste Duft ist Veilchen und Vanille. Und ich bin ja jemand, der mit Veilchen sehr gut umgehen kann. Ich liebe ja auch Sweet Nothings und Noah's Ark, da ist ja überall Veilchen mit drin. Und auch dieses Wachs, guckt euch das bitte an, gefällt mir super. Ihr riecht die florale Veilchen, ihr riecht aber auch zuckrig-süße Vanille und ihr habt einen frische Wäsche-Moment. All das vereint dieser Duft. Claudi, du hast hier, glaube ich, eine Tüte voll mit meinen Lieblingsschätzen gepackt, habe ich den Eindruck. Ganz, ganz toll, eine ganz tolle Mischung dieser, hoch, jetzt fällt es mir um, dieser Veilchenduft, dieser Vanilleduft und dieser frische Wäschemoment. Unfassbar schön interpretiert, super, super niedlich gemacht und gefällt mir außerordentlich gut. Auf Strawberry Banana war ich ganz besonders gespannt, denn ich liebe ja Bananendüfte und der hier ist super interpretiert. Die Erdbeere rieche ich, wenn ich ehrlich bin, hier nicht raus. Also ich rieche, dass hier eine Frucht mitschwingt, ja. Und ich rieche die Banane. Es ist aber keine reife Banane. Übrigens sieht das Wachs wieder toll aus. Sondern ich rieche eine unreife, grüne Banane, die ihr euch schält. Ich finde den Duft super interessant. Es kippt so ein bisschen in künstliche Banane, finde ich. Aber ich mag das. Und ich bin ganz gespannt und entzückt, wie der sich warm entwickeln wird. Und das wird auch der erste Duft sein, den ich mir unter die Lampe gebe, weil ich eben Bananendüfte so hinterher jage und immer nur sehr, sehr schwer welche finde. Und deswegen freue ich mich sehr auf Strawberry Banana. Auch Pure Happiness ist wieder total schwer zu beschreiben, denn hier rieche ich alles und nichts, aber die Mischung gefällt mir gut, die macht gute Laune. Ich rieche einen aquatischen Moment, ich rieche einen Pflegecreme-Moment, wie von so einer Nivea Soft Body Lotion. Ich rieche eine zitrische Note, also irgendeine Zitrusfrucht ist drin und ich rieche grünes Gras und frische Luft. Ganz fantastisch designt, also wirklich, wirklich gut, gefällt mir super. Ich liebe auch immer, wenn der Glitzer passend dem Wachs ist. Das ist ja hier auch wieder so. Bin super gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein gute Laune-Duft ist. Ich werde ihn probieren, liebe Claudi. Bin super gespannt, ganz, ganz toll. Also ich muss dir sagen, bis jetzt gefällt mir alles, was du mir hier eingepackt hast, außerordentlich gut. Und ja, auch auf Pure Happiness freue ich mich sehr. Liebesapfel von Iceflower ist der nächste Duft und erstmal können wir uns mal über das Wachs unterhalten. Ach, ist das schön. Ich rieche hier, und da kann ich es ganz knapp und kurz machen, ihr riecht einen grünen Apfel und ihr riecht einen rosaroten Zuckerguss. Ihr riecht also, wenn dieser Zucker karamellisiert wird und um einen saftig grünen Apfel drumherum gewurstelt wird. Und das riecht ihr. Ihr riecht die festgewordene rote Zuckerglasur und ihr riecht einen saftig grünen Apfel. Und nach nichts mehr riecht dieser Duft. Er riecht wie ein Liebesapfel. Gefällt mir super gut. Ich bin ganz gespannt, den abzubrennen. Ich habe ja so einen süßen Apfelduft von Goose Creek aus der Halloween-Kollektion. Da rieche ich im Grunde nur die Zuckernote und weniger den Apfel. Hier ist es umgekehrt. Ich rieche weniger Zucker und mehr Apfel. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr, den auszuprobieren. Cool. Liebesapfel, vielen, vielen Dank. Auch bei rosa Zuckerwölkchen muss ich euch überhaupt nicht viel erklären. Es riecht nach einem zuckrig-süßen Cotton Candy Duft. Es ist ein Zuckerwatte-Duft. Ganz süß, ganz vanillig, ganz cremig, bisschen Marshmallow-lastig, aber ihr riecht eine süße, zuckrige, leicht fruchtige Zuckerwatte. Ganz fantastisch. Ich liebe ja Zuckerdüfte und rosa Zuckerwölkchen hat das Potenzial, eine große Liebe zu werden. Jetzt fällt es mir um. Aber da kann ich euch auch gleich mal die Hinterseite zeigen. Ganz, ganz fantastisch. Ich liebe ja diese Duftkreationen, wie die gegossen sind. Fantastisch. Auch wieder so ein großes Plastikschälchen voll habe ich bekommen. Da freue ich mich sehr, denn da habe ich lange was von und deswegen auch mit Glitzer. Ich freue mich. Rosa Zuckerwölkchen. Ich kann es kaum abwarten, den endlich auszuprobieren. Vielen, vielen Dank, liebe Claudi. Oh. Liebe Claudi, kann ich bitte eine Tonne von Banana Milk Pudding bestellen? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Freude der gepflegten Sonntagsunterhaltung, ich habe meinen Bananenduft gefunden. Es ist dieser. Es ist Banana Milk Pudding von Iceflower. Es ist ein unfassbar schöner,
gelber Bananenmoment. Es ist eine reife Banane. Ich rieche Bananenmilch, wie die von Müllermilch. Ich sag's jetzt einfach mal. Und er riecht wie ein frisch gekochter Bananenmilchpudding. Wie ein Pudding mit extra viel Butter, Vanillezucker dran und viel frischer Banane. Ein unfassbar authentischer, schöner Bananenduft. Ich kann es kaum erwarten, den zu düfteln. Gefällt mir super gut und ich bin im 7. Bananenhimmel, dass ich endlich einen Bananenduft gefunden habe, der mir gefällt. Ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ich werde im Aufgebraucht-Video garantiert darüber berichten, wie der sich bei mir in der Lampe gemacht hat. Der nächste Duft ist Lollipop und ich muss euch sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie der, wenn man ihn stürzt, aussieht. Guckt euch das mal an. Ist das nicht cool? Super schön gegossen, ganz tolles Wachs. Riecht super lecker nach sauren Süßigkeiten. Es ist ein fruchtiger Lolli, den ihr hier habt. Fruchtig, sauer, süß. Und ihr habt aus allem das Beste. Ihr habt Himbeere, ihr habt Pfirsich, ihr habt Mango. Ihr habt eine Heidelbeere wahrscheinlich noch mit drin. Es ist ein Fruchtlolli, der erst sauer ist und dann super süß wird. Und genau so riecht dieser Duft. Ich freue mich riesig drauf, den auszuprobieren. Ganz, ganz, ganz toll. Und bisher hat mich hier überhaupt nichts entsetzt oder enttäuscht. Lollipop ist ganz, ganz fantastisch. Oh, ich freue mich. Also jetzt kommt Claudia hier mit den Krachern um die Ecke. Baby Girl ist ein ganz fantastisch zarter Baby Duschgelduft, würde ich sagen. So riecht ein Baby-Shampoo vom Allerfeinsten. Es riecht wie ein ganz zarter Creme-Moment, so eine Nivea Softcreme. Es hat so eine leichte Marshmallow-Süße. Es ist, ich kann es euch ganz schwer, es ist ein absoluter Baby-Traumduft. So riecht ein Baby-Girl. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. So muss es sein. Ein ganz toller Baby-Duft, wieder wie ich ihn liebe. Also jetzt habe ich, glaube ich, all meine Babydüfte gefunden. Ich bin entzückt. Und auch Baby Girl ist eine absolute Empfehlung für alle, die so dieses frisch gewaschene Babypuder, Baby Girl, Baby Shower Gel, Baby Lotion, die diese Momente lieben, für die ist das hier ein absolutes Muss. Ganz, ganz lecker, ganz, ganz schön. Ich freue mich riesig. Lila Lolita kann ich euch sehr, sehr schwer beschreiben, aber er riecht sensationell. Ihr habt hier auch so ein zweifarbiges Wachs, so ein Bicolor-Wachs. Ne? Hier ist er, unten ist er hell und hier rieche ich einen Pflegecreme-Moment. Hier rieche ich eine Pflegecreme, so ein schönes, so ein cremiges Düftchen und hier rieche ich so eine Mischung aus Lavendel, Zucker und ich würde irgendeiner Frucht sagen, eine Himbeere vielleicht oder eine Kirsche. Ich weiß es nicht genau, aber so riecht er. Er riecht wie eine Mischung aus einem fruchtig, floralem und dann cremigen Moment. Also Lila Lolita ist was zum Wohlfühlen im Badezimmer. Ganz, ganz entspannt. Auch im Schlafzimmer kann ich mir den vorstellen. Ganz toll interpretiert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch hier wieder die Zuckerkugeln. Passend zum Wachs. Ach, einfach traumhaft. Auch Mrs. Olivia gefällt mir ausgesprochen gut, denn das ist auch ein Wohlfühl-Badezimmer-Schlafzimmerduft. Erstmal können wir uns bitte über dieses Dekor auf diesem schönen Wachs unterhalten. Oh mein Gott, also ehrlich, ich bin immer fasziniert, das ist der Knall im All, oder? Ganz, ganz traumhaft schön. Und der Duft an sich riecht, der hat einen zitrischen Moment, aber einen sehr angenehmen zitrischen Moment. Sehr, sehr, sehr schön. Und er hat einen Creme-Moment. Er riecht im Grunde wie so ein schönes, entspannendes, luxuriöses Spa, wo gerade jemand eine Massage mit einem schönen, zitrisch, aquatisch, cremigen Öl bekommt. So riecht dieser Duft. Gefällt mir ausgesprochen gut und deswegen auch Mrs. Olivia, absoluter Favorit. Alles richtig gemacht, Claudi. Toll. So, meine Lieben, der Karton neigt sich dem Ende zu. Hier sind jetzt nur noch unten drunter solche Bubbles, dass alles schön ordentlich ankommt. Ein Kartönchen haben wir noch. Und da gucken wir jetzt natürlich auch gemeinsam rein. Und was schreibt sie denn? Große Liebe. Hoffentlich gefällt sie dir genauso gut wie mir. Claudi, du hast aber hier nicht eine Kerze eingepackt. Die ist doch wohl wahnsinnig. Ich traue mich das jetzt gar nicht auszupacken. Okay,
Wir packen jetzt diese Kerze aus und ich bin gleich zurück. Ich schneide mir jetzt nur mal schnell dieses Ding hier auf, dass ich es nicht kaputt mache. Und dann bin ich ganz gespannt, was sie mir hier eingepackt hat. Meine Güte, Claudi! Es ist tatsächlich eine Kerze und es ist die White Barn Tropical Banana. Und ich meine, White Barn gehört zu Bath & Body Works. Klärt mich bitte auf, wenn ich falsch liege, aber ich denke schon. Und ich habe dran geschnuppert, Claudi, Treffer versenkt. Was für ein schöner, schöner Bananenduft. Ihr riecht eine authentische, reife Banane. Ihr riecht einen Pflegemoment. Ihr riecht eine Vanillecreme. Ihr riecht so einen leichten Marshmallow-Einschlag. Und ihr riecht die tropische Banane. Am besten als püriertes Mousse, stellt es euch bitte vor. Ich bin sprachlos, meine liebe Claudi. Du siehst mich hier in meinem eigenen Video das erste Mal sprachlos. Was natürlich nicht so gut ist, denn ich sitze ja nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Ich verspreche euch, dass irgendein nächstes Video mal eins sein wird, wo ich mich vor die Kamera setze und euch all eure Fragen beantworte. Die habe ich hier fleißig gesammelt. Aber jetzt bin ich entzückt, berührt und dankbar für dieses wunderschöne Paket. Und mit dieser tollen Kerze, fantastisch, ganz, ganz toller Duft. Liebe Claudi, möchte ich mich bei dir bedanken und hoffe, ihr hattet beim Auspacken genauso viel Freude wie ich. Ich möchte euch an der Stelle nochmal sagen, ich habe keine Kooperation mit der Claudi. Im Gegenteil, sie hat geschrieben, es ist überhaupt nicht wichtig, ob du ein YouTube-Video machst oder nicht. Ich möchte einfach ein bisschen Liebe schenken. Ich gucke dich bei YouTube gerne und ich möchte, dass du dich freust. Und Claudi, ich habe mich gefreut. Und ich finde diesen Umgang, den wir hier auf meiner Community miteinander haben, der ist lieb, der ist gönnerhaft, der ist glücklich und der ist schön. Und mich freut es, wenn wir lieb miteinander umgehen. Ich gucke genauso eure Unboxing-Tauschpakete, Geschenkpakete. Ich gucke es genauso gerne und ich hoffe, dass ihr hier an diesem Video genauso viel Spaß hattet wie ich. Meine Lieben, ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich freue mich schon auf ein nächstes Video. Es wird dann sicherlich endlich die Yankee Candle Sammlung Teil 2 kommen, wo auch die Gewinner der Sensi Boxen bekannt gegeben werden. Meinen Sensi Shop findet ihr wie immer in der Abo-Box, also oben in der Infobox, da schreibe ich euch alles rein. Im Moment gibt es einen unfassbaren Sale in der Schatztruhe, guckt den euch an. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich natürlich über ein Like, über ein Abo und sage Peace, Kalitri Army. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben, fühlt euch alle umarmt. Dankeschön fürs Zugucken.